Einen wunderschönen guten Morgen. Moment, ich muss niesen. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind wieder in meinem Kfz, wo die Drehzahl relativ schön läuft. Ich war gestern Abend noch tanken. Der Sprit ist so ultra günstig aktuell bei uns. Ich habe, glaube ich, für 1,18 getankt. Super. Wisst ihr, was ich mir noch gefragt habe? Unabhängig davon, dass das Klimabedienteil jetzt hier im Auto, dass das jetzt, also dass das Originale zwar war, was im Auto war, aber niemals das Originale von dem Auto. Wenn wir das kodieren können, dass alles richtig funktioniert, was ist denn mit dem anderen? Weil das hat ja dieses Restwärmezeugs jetzt, ne? Was ja definitiv nicht funktioniert, weil meiner Meinung nach hat dieses Auto keinen Restwärmespeicher. Und ich hätte das zumindest gesehen. Das heißt, es hätte eine Zusatzwasserpumpe und so weiter und so weiter und so weiter. Hat der alles gar nicht, ne? Also von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Was ist denn, wenn wir da auch mal kodieren? Aber das werden wir, glaube ich, die nächsten Tage machen. Ich möchte heute ein bisschen am M weitermachen, dass der fertig wird. Vielleicht schaffen wir das, dass ich heute... Ich will nicht zu viel versprechen, aber ist mein Plan zumindest. Wir haben relativ früh, wir haben 9 Uhr. Ich habe extra einen Wecker gestellt, dass wir heute relativ früh loslegen können. Können wir jetzt eben was zu frühstücken holen und dann geht's auch direkt los. Gucken wir mal, was heute geht. Das hätten wir. Aber in der Halle angekommen. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, also das habe ich, glaube ich, nicht erzählt. Und zwar habe ich übrigens mit dem Pavel, der eine oder andere kennt ihn sehr wahrscheinlich nicht, aber geht mal auf knust.de. Das ist ein sehr erfolgreicher Bäcker aus Kiel. Da habe ich auch schon ein paar Mal bestellt. Der verschickt auch Sachen, falls ihr irgendwelche geilen Brotsachen haben wollt oder Cookies. Leute, die Cookies sind, oh, die sind so geil, ne? Wirklich, wenn ich mal was bestelle bei ihm, dann zeige ich euch die. Auf jeden Fall habe ich, er streamt, also aus der Backstube streamt er bei Twitch. Ne? Und ich habe gestern mit ihm, im Livestream habe ich mit ihm quasi ein Abkommen. Ich meine, muss sich einfach jeder dran halten, ne? Nachverfolgen kann man es ja eh nicht. Aber es gilt, eine Woche kein Energy. Und das ist für mich natürlich ein Todesurteil. Ne? Mehr brauche ich nicht sagen, ne? Aber eine Woche kein Energy, also kein Monster, kein Red Bull, kein gar nichts. Jetzt muss ich die ganzen leeren Dosen hier zusammensuchen. Oh, das wird schwer. Oh, das wird schwer, das wird nicht einfach. Aber ich frühstücke jetzt, ich habe extra was mitgenommen und dann widmen wir uns um den da. Ich habe ja gestern hier einigermaßen Platz gemacht, dass wir arbeiten können. Das sollte reichen, dass der fertig wird. Dann ist er auch hier raus. Also ich hoffe, dass wir es heute fertig kriegen. Ich denke mal, die einen oder anderen merken, dass ich das Level immer relativ hoch halte. Also sage, komm, das, die Werkbank fertig, das fertig, das fertig. Die Werkbank wird in einer Woche nicht fertig sein. Das steht fest, das ist auch klar. Aber ich versuche mir immer diese Ziele zu setzen, egal wie hoch die sind. Hauptsache, man macht irgendwas. Man versucht zu schaffen und so weiter. Das ist halt, gestern ging halt wirklich gar nicht, Leute. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, nee, komm, scheiß drauf. Dann dauert das halt einen Tag länger, aber es ging einfach gar nicht mehr. Ich war so fertig, ne? Und das, ich denke mal, der eine oder andere kann es gar nicht nachvollziehen, wie schwer das für mich tatsächlich ist. Und, also ich will jetzt absolut kein Mitleid oder sowas, ne? Aber es ist wirklich ein bisschen was anderes, wenn ihr wirklich den ganzen Tag am Arbeiten seid. Also nicht nur eure dann ganz normalen 9 oder 10 Stunden. Wenn ich nach Hause fahre, muss ich das noch schneiden. Das sind nochmal locker roundabout zwischen 1 und 4 Stunden, je nach Aufwand des Videos. Ne? Und das könnt ihr noch on top oben rechnen. Dann bin ich manchmal bis nachts wach. Dann kann ich auch nicht um 8 oder 9 hier sein. Ne? Das ist halt. Aber wie gesagt, keine Erklärung, keine Rechtfertigung. Ich frühstücke jetzt und dann geht's direkt weiter. Auch gefrühstückt, / Mittag habe ich hinter mir. Gerade noch schnell 2, 3 E-Mails beantwortet. Dann haben wir es auch schon hinter uns. Jetzt können wir hier anfangen. So, jetzt machen wir Musik an. Dann kümmern wir uns um das Auto, dass das fertig wird heute. Ich bin motiviert. Mal gucken, wie lange. Das erste, was wir in dem Auto machen, ist die Lenksäule. Weil wenn er auf der Bühne steht, ist das natürlich ein bisschen blöd. Der muss theoretisch nicht mehr auf die Bühne. Aber das Bremsen und Lüften ist natürlich wesentlich einfacher dann. Vor allem, wenn er so ein Stückchen hoch ist. Deswegen, wir kümmern uns als allererstes um die Lenksäule. Ich kann euch mal genau zeigen, was das Problem ist. Das Lenkrad ist natürlich auch nicht fest, logischerweise. Die Lenksäule wird da unten mit 2 Schrauben fixiert. So, also auf einer Seite ist sie schon wieder raus. Wir haben das ganz nach oben gezogen und festgeschraubt. Das funktioniert einfach nicht. Es rutscht halt immer wieder raus. Da muss ich mir mal was einfallen lassen. Im schlimmsten Fall muss ich mal beim Drifter gucken, wie genau das da fest ist. Ob das da halt eine andere Befestigung hat. Und die Schraube muss ich festmachen.
Alter. Da haben wir ein paar Tiere Bock gehabt, ey. Der muss gewaschen werden. Oh. Abgeschlossen. Ja. Gucken wir uns das Ganze mal an. Natürlich sehen wir nichts, weil noch eine Verdeckung drauf ist. Und damit. Na, scheiße, da sieht man nichts. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier unten da, das sind diese Abreißschrauben. Das bedeutet rein technisch gesehen, werden das sehr wahrscheinlich solche, wie nennt man die? Das sind keine Federunterlegscheiben, sondern so Riffeldinger. So, dass die halt in Position bleiben. Da muss ich mal gucken, ob ich sowas finde. Aber ich habe es geschafft, die doch festzubekommen. Die waren sehr wahrscheinlich gar nicht richtig drinne. Die waren nämlich neben diesen Plastikdingern. Die sind zwar angebrochen, aber was soll ich machen, ehrlich gesagt? Ich habe keinen neuen und bei meinem sind halt noch diese anderen Dinger. Also diese Springdinger, wie die heißen. Also diese, ne, Abreißschrauben, so heißen sie. Aber das hält jetzt. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig dran gewackelt. Das sieht gut aus. Vorher konnte man das halt direkt runterschieben. Ne? Und jetzt hält es. Das ist schon mal ziemlich gut. In Zukunft können wir vielleicht noch was anderes machen. Irgendwie so eine kleine Platte drüber schweißen oder sowas. Halt einfach, dass das Ding halt einfach nicht runterrutschen kann. Aber da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen drüber, weil das ist fest jetzt. Und das sieht gut aus. Ja. Das gefällt mir. So, jetzt können wir das Lenkrad gleich dran machen. Beziehungsweise halt Lenkrad festmachen würde ich jetzt noch nicht wegen dem Sitz. Können wir aber auch später machen. Gucken wir mal. Jetzt würde ich sagen, auf die Bühne und alles machen, was wir auf der Bühne machen müssen. Inklusive dem Kühlwasser sehr wahrscheinlich. Ich hoffe nur, dass alles dicht ist, ey. Ich hoffe, dass alles dicht ist. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit persönlich nicht erreichbar. Die Leute zu Hause sind krank, sie müssen da sein. ein kleines Problem mit der Bühne. Und zwar, Marcel hat die abgesichert. Ist auch alles richtig. Nur das Problem ist, dass die Sicherung, die da drin ist, eine B16 ist, also 16 Ampere. Und wir brauchen eine C16 Ampere, die ein bisschen träger ist. Das bedeutet, das nennt man so. Das Problem ist, dass die Bühne einen zu hohen Anlaufstrom hat und andauernd die Sicherung rausfliegt. Ich kann das Auto nicht anheben. Also geht kurz kaputt. Also die Sicherung geht immer raus. Und vorher waren da träge Sicherungen drin, ne? Und deswegen hat das auch funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so einen Teil kriegen und ob ich jemanden finde, der mir helfen kann, das da reinzubauen. Deswegen versuche ich jetzt Christian zu erreichen. Das ärgert jetzt, ne? Weil alles ist richtig und nur das eine ist falsch. So. Das ärgert einen. Und vor allen Dingen musste ich dann an den Kasten dran. Aber gut, ist dann halt so. Ich bin gerade mit Pauli am Telefon. Pauli, sag hallo. Hi. Ja. Und hier kam gerade ein Paket von Amazon. Und Pauli sagt, mach auf. Mal auf, mal anders, was. Zum Glück liegt hier ein Butterbrotmesser. Gerade zur Halle geliefert. Oh mein fucking Gott. Oh. Oh mein fucking Gott. Erzähl. Alter. Moment, ich hab's noch nicht ganz. Alter. Oh mein Gott. Wer war das jetzt schon wieder? Okay, das ist geil. Warte, ich muss rausheben und ich muss mal gucken, von wem es ist. Weil hier steht wieder nichts bei. Hier steht kein Zettel bei. Hier ist kein Zettel bei. Von wem ist es denn? Wer auch immer das geschickt hat. Vielen Dank, Leute. Echt. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Willst du wissen, was es ist, Paul? Ja, natürlich. Ja? Es ist ein sehr größeres Paket von HZ. Nicht dein Ernst. Es ist ein, wie soll ich erklären, so groß wie deine Tastatur in der Breite. Okay. In der Höhe so doppelt so groß wie deine Tastatur. Ja, also Steckschlüssel oder was? Nee, ein Schraubendreher-Set. Ah, echt? Ja, Mann. Das ist heftig. Das ist ja mal richtig geil. Also auch so richtig komplett Schraubendreher. Entschuldigung, ich hab getrunken.
Hier auch mit hier Imbus-Dinger, hier Talks-Dinger und so, ne? Ja, heftig. Cool. Schlitz, Schlitzkreuz, alles am Start hier, ey. Vielen, 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 vielen Dank. Also wer das geschickt hat, bitte in die Kommentare, ey. Ich weiß, ja gut, das kann nicht jeder behaupten, dass er das geschickt hat. Aber trotzdem, ey, das ist ja der Wahnsinn. Ich nehme jetzt einen WGS-Schraubendreher, um das Paket zu öffnen. So, okay. Ey, Pauli, ist das geil oder ist das geil, ey? Das ist sehr geil, ja. Kommt der Amazon-Mann gerade hier? Ich hab ein Paket für Sean. Sean. Alter, und vor allem sind das die, die hier oben Metall haben, wo man draufhauen kann. Oh, das sind sowieso die besten. Alter, wie geil ist das denn? Leute, unglaublich, was ich sitze hier und habe gerade das Mega-Problem hier mit dem Sicherungskasten. Das Auto will nicht hoch. In dem Moment kommt Amazon-Fahrer und sagt, hier ein Paket für Sie. Und da ist so ein cooles Teil drin. Also vielen, 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 vielen Dank, Leute. Echt. Jetzt darf ich aber trotzdem, dank dieser Sicherung, weil ich Marcel nicht Bescheid gesagt habe, beziehungsweise er nicht dran gedacht hat, ich nicht dran gedacht habe, keine Ahnung, das ist, ne, hätte ich ihm auch sagen können. Ich warte hier an. Alles ist super. Bing, Bühne geht. Ich drücke Knopf. Zack, Sicherung raus. Weil zu viel Last. Das ist halt das, was hat der Marcel gerade irgendwas gesagt, das Fünffache oder das Dreifache von dem eigentlichen Strom? Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Thun und holen den ja nicht nach Thun, noch Obi. Obi ist nämlich direkt hier um die Ecke. Und die haben tatsächlich die da. Und 16 Ampere C ist tatsächlich keine so eine gängige Sicherung. Die, also Thun hatte die nicht. Hagebau hier vorne hatte die auch nicht. Ja, jetzt darf ich nach Obi fahren. Holla die Wald, wie ist das hier heiß in der Karre? Oh, ist das warm. Ja, super. Da habe ich nicht richtig geguckt. Das finde ich aber auch richtig kacke. Also ich meine, ich bin schuld. Ich habe nicht richtig gelesen. Da steht drinne: verfügbar in anderen Märkten. Bestellbar für diesen Markt. Jawollo. Das heißt, ich müsste jetzt nach Viersen wieder zurückfahren. Das ist ein bisschen über 20 Kilometer für euch zur Erklärung. Müsste danach Obi und wieder zurück. Bis dahin haben wir, wenn wir schon 2:30, bis ich dann zurück bin, haben wir locker 4, wenn nicht sogar noch mehr. Wir machen heute das, was wir ohne Bühne machen können. Dann werde ich das morgen mit Paul zusammen machen. Dann besorge ich die, weil der Obi in Viersen ist tatsächlich bei mir zu Hause direkt gegenüber, theoretisch. Also so 2-3 Minuten Fahrzeit. Ja. Von daher, ja, ist jetzt scheiße, aber was soll ich machen? Da hat keiner mit gerechnet und ist ärgerlich, aber naja, gut, was soll ich machen? Werde ich gleich den Paul anrufen, jetzt bist du alle. Gucken wir, was wir ohne Bühne noch mal. Also wir können einiges machen. Das Einzige ist halt nicht Bremsentlüften und so weiter. Kühlsystem können wir schon machen. Servo können wir machen. Also ein paar Sachen können wir machen. Das kriegen wir hin. Aber es ist halt einfach trotzdem ärgerlich. Ne? Aber als allererstes, ich weiß, jetzt kommt wieder. Ich habe es dir gesagt, verkauf die Karre fast ohne Boden. Bla 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 bla. Das mit der Drehzahl hat irgendwie nicht funktioniert. Yay, surprise. Ja, ich weiß, dass jetzt schon wieder der eine oder andere ist. Habe ich doch gesagt, habe ich doch gesagt. Das Ding ist LDA, bedeutet Leerlauf-Drehzahl-Anhebung. Okay, das ist ja auch alles richtig. Aber die Grunddrehzahl ist scheiße, das ist der Punkt. Nicht die Anhebung an sich. Also, das Ding ist, die ist nicht mal scheiße. 500 Umdrehungen ist vollkommen tatsächlich normal. 550, 580, vollkommen normal. Das Problem ist, dass alles andere einfach nicht richtig funktioniert. Fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Ne? Ab 700 Umdrehungen kann ich ganz normal lenken oder ab 680 oder sowas kann ich ganz normal lenken. Das Getriebe macht kein Ruckeln. Jetzt gerade eben wieder, du bremst an eine Ampel an. Bam. Es ist, als wenn dir jemand, ich schwöre dir, hinten aufs Auto fährt. Es ist wirklich extrem. Und das geht nicht, das muss weg, ganz einfach. Und dann ist es jetzt, dann müssen wir halt jetzt nochmal dran gucken. Morgen kriegen wir die Sicherung, Paul bringt die morgen mit.
Und ich werde jetzt gucken, ob ich das nochmal gefixt kriege. Keine Ahnung. Ich lese das jetzt nochmal aus. Wenn nicht, spielen wir noch ein bisschen mit dem Klimabedienteil rum oder so. Keine Ahnung. Ich werde schon irgendwas finden. Ich werde euch jetzt aber nicht mehr großartig damit langweilen. Ich werde euch das gleich noch zeigen. Aber ansonsten gucken wir, dass wir an den anderen Karren weitermachen. Damit ihr mir auch glaubt, wieder 500. Wir haben es übel heiß hier. 34 Grad. Deswegen fahre ich jetzt erstmal in den Schatten. Boah, es ist übel warm draußen, ey. Denkt mir im Arsch. Also, gut, dass wir jetzt wieder hier drin sind. Ja, wir können ja nicht weitermachen bezüglich Bühne. Das heißt, der Wagen bleibt erstmal so stehen. Kann nicht weg. machen wir morgen dann weiter. In der Zwischenzeit werden wir jetzt alles festmachen, was fest muss. Also, ich habe ja nur notdürftig hier die ganzen Eindruckzeugs dran gemacht und sowas. Das machen wir jetzt noch ordentlich direkt dran. Kühlsystem. Hier fehlen nämlich noch Schellen. Hier fehlt eine Schelle. Da unten fehlt eine Schelle, beziehungsweise am Kühler unten fehlt eine Schelle. Dann ist der auch fertig, meine ich. Das ist dran. Das ist richtig. Der Wagen lief ja auch schon. Also Servo. Servoflüssigkeit. Da der Servobehälter bei dem auch so behindert ist, ne? Der ist doch auch hier unten irgendwo, ne? Ja, das ist nämlich auch da unten. Und das ist auch super zu erreichen immer. Dann machen wir das nochmal ab hier. Luftfilter. Und füllen jetzt erstmal die Servo. Vor allem, wenn der Wagen... Ach, der ist ein Ticken, ist der hoch, ne? Also er ist auf der Bühne, schau mal. Vielleicht kriegen wir ihn gedreht. Also vielleicht kriegen wir das Lenkrad bewegt. Dann können wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Servo reinfüllen. Ansonsten machen wir Wasser und das ganze Zeug. Muss ja auch alles dran. Und hier auch Wasserkasten und sowas. Halt die ganzen Verkleidungsteile müssen ja wieder drauf. Das kriegen wir heute alles so ein bisschen hin. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Ich habe natürlich noch ein paar von meinen alten dazu getan. Da sind auch ein paar bei, die so Steckschlüssel sind. Ne? Das ist natürlich ja, meiner Meinung nach nicht wert wegzuwerfen. Vor allen Dingen sind da ein paar bei, die noch absolut in Ordnung sind und vollkommen ganz sind, die man benutzen kann und vielleicht auch eine verschiedene Größe haben im Gegensatz zu denen, die jetzt dabei sind. Aber trotzdem ist es ein Haufen Schraubendreher, die ich jetzt habe, die auch, also allein die Torx-Dinger, ne? Das ist Traum, wirklich richtig gut. Also ich bin so überwältigt, das glaubt ihr gar nicht. Die kleinen Dinge machen es. Ich habe natürlich direkt die kaputt sind, aussortiert hier. Das sind alles kaputte. Die schmeiße ich jetzt direkt auch weg. Die können nämlich direkt in die Tonne. So, dann habe ich noch hier welche sortiert, die noch funktionieren, die ich jetzt nicht wegschmeißen will. Die packe ich einfach in eine Kiste oder einen Karton oder sowas, wobei der ist auch kaputt hier. Aber eigentlich geht er noch. Mal gucken. Tue ich mal in eine Kiste, wo dann halt altes Werkzeug reinkommt. Ich habe schon mal so eine Kiste angefangen, aber ich habe mich halt immer wieder an der Kiste bedient halt, mehr oder weniger. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin an älteren Nüsse, die ich so 5-mal, 6-mal hatte. Ich habe ja schon alle doppelten mehr oder weniger hier hingehangen. Da fehlen jetzt ein paar natürlich, ne, vollkommen richtig. Die werde ich mir auch jetzt noch besorgen. Weil viele davon hatte ich gar nicht. Also ich habe das damals einfach nur gemacht, weil ich glaube, die untere Reihe komplett war. Und dann ist immer mal irgendwo eine kaputt gegangen. Ganz wichtig ist zum Beispiel hier sowas hier 18er, zum Beispiel 16, 18. Die ist hier in meinem Kasten auf jeden Fall auch kaputt. Und die habe ich jetzt durch eine von der Wand halt ersetzt. Ne? Und deswegen halt, also deswegen wandert von dem halt immer mal wieder was in meinen Kasten rein. Immer wenn irgendwas im Kasten kaputt geht, habe ich das halt aufgefüllt. Ja, meine Güte, bleibt ja nicht aus. Aber da kriegen wir auf jeden Fall, die kriegen wir auf jeden Fall voll. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Dann, wie gesagt, ein paar Sachen muss ich nachkaufen, aber das machen wir später. Das ist jetzt eher Kleinigkeiten. Die Schraubendreher sind der Wahnsinn. Voll geil, vielen Dank. Fehler mit der Lenkstange habe ich gefunden. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber hier, guck mal. Also achtet mal oben auf den. Kann ich hier rausziehen und wieder reindrücken. Ausschieben und reindrücken. Und das ist das Problem gewesen. Was schlimmer ist, was ich nicht beachtet habe, ist, dass das Ganze in Zusammenhang mit der Lenksäule oben steht. Das bedeutet, die ist oben wieder lose. Ich werde das, sobald die Bühne hochgeht morgen, werde ich das von unten ordentlich machen. Dann wird das, ich muss in diesen Schaft, der da reinkommt, muss ich so einen Schlitz reinbohren. Also im Endeffekt die Vorgabe von dem, wie nennt sich das Ding, dieses Gelenk, was da zugekommen ist, das ist ja nicht original von dem Auto. Deswegen ist das halt auch ein bisschen komisch. Ne? Also es ist ja eigentlich nicht von dem Auto
Und deswegen ist das alles so ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken, dass man es das richtig fummelt, dass das passt. Und da werde ich das sehr wahrscheinlich ein bisschen hochdrücken müssen, also nicht ganz rein, sondern ein bisschen hoch festmachen, also Loch durchbohren, festmachen und dann kann ich oben das festmachen. Das ist halt, das resultiert immer voneinander und das ist halt das Problem gewesen, schätze ich. Und das ist auch das Ding, was wir, glaube ich, nicht bedacht haben. Deswegen rutscht das auch nur raus. Weil wenn das nämlich ganz oben ist und das ist hier unten fest, kann das da oben auch nicht mehr rausrutschen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Naja, egal. Ich hätte dann aber trotzdem schon mal weitergemacht. Servobehälter ist jetzt randvoll. Ich habe schon leicht zwei, dreimal hin und her gelenkt. Das wird aber nicht der letzte Rest sein. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen sacken. Ich habe das jetzt, lass das jetzt erstmal so. Machen wir den Rest zusammen. Auffüllen kann man den theoretisch später dann immer noch. Wenn er einmal lief, können wir von mir aus dann auch morgen machen. Dann können wir nachgucken. Ja, das machen wir morgen. Ich mache den jetzt aber auf jeden Fall erstmal zu. Die läuft jetzt nicht trocken. Das ist die Hauptsache. Da der Wagen ja schon mal an war, ist es eigentlich sowieso schon, wenn sie trocken gelaufen ist, zu spät. Aber da wird nichts passiert sein. Gehe ich nicht von aus, weil im Normalfall passiert sowas nicht. Also da passiert eigentlich nichts, wenn die kurzzeitig trocken läuft. Der Wagen war ja auch nicht so lange an. Vor allen Dingen ist es ja auch ein ganz neues Lenkgetriebe, soweit ich weiß. Ja klar, es ist ein ganz anderes Lenkgetriebe. Natürlich. Da haben wir ja auch das E46-Lenkgetriebe eingebaut. Von daher ist es eh egal. Und ja, jetzt ist ja Flüssigkeit drinne. Wenn der Wagen läuft, dann läuft die Pumpe auch später. Gut, haben wir das auch schon mal abgehakt. Jetzt können wir die Schlauchscheine machen für das Wasser. Und dann können wir da schon mal nachgucken. Wasserabweiser habe ich wieder drauf gemacht vom Wasserkasten. Dann den ja, Kabelbaumkasten, wie sie sind, nach oben geschraubt. Der ist fest. Das Ding ist fest. Der Servobehälter, ich lasse das jetzt mal offen hier. Also quasi kein Luftmaßmesser dran, damit ich auch dran komme, wenn wir den Wagen starten, muss ich wohl den Luftmaßmesser davon abschrauben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Das sieht ganz gut aus. Das sieht gut aus. Die Schelle ist fest. Die Schelle da unten ist fest. Das waren die beiden, die gefehlt haben vom Wasserkühler. Ja. Das sieht ganz geil aus. Ich würde sagen, damit wir das heute noch so ein bisschen abschließen, als nächstes, einfach, dass wir optisch was sehen, würde ich sagen, Stoßstange einfach dran. Was haltet ihr davon? Dann ist die dran, dann haben wir die aus dem Weg. Dann sieht das Auto wieder so halbwegs vollständig aus. Ja, doch, das machen wir heute, würde ich sagen. Also meine Regale sind auch ein super Stativ. Fällt mir. Gucken wir mal, ob das Ganze so passt, wie ich mir das vorstelle. Oh, tatsächlich. Also der Halter sieht jetzt schon mal gar nicht so daneben aus. Die beiden Pralldämpfer, die haben ja so ein flaches Teil und das muss in einem richtigen Winkel stehen, damit das Ganze passt. Kann sein, dass die beiden vertauscht wurden. Das ist nicht weiter tragisch, aber es kann sein, dass sie jetzt scheiße stehen oder sie wurden halt bewegt, wovon ich ausgehe. Weil das passiert schon mal logischerweise. Ja, der hier sitzt nicht richtig, der linke, das könnt ihr sehen. Wenn ihr euch das hier anguckt, steht das fast gerade zum Nierenblech. Und auf der Seite steht er genau falsch rum. Deswegen geht er hier nicht richtig drauf und sitzt dann zu schräg für den anderen. Müsste richtig sein. Der sitzt auch tatsächlich weiter draußen als der andere. Aber das ist jetzt mal eine andere Sache. Vielleicht ist der weiter eingedrückt worden. Die Stoßstange, also es war auf jeden Fall ein Unfallauto. Da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Vielleicht müsste man einen neuen Träger mal besorgen. Da müssen wir mal gucken. Sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus, oder? Eine Schraube auf der linken Seite, die hier, die will nicht. Die hat keinen Bock. Das Gewinde ist komplett nicht mehr vorhanden. Da muss ich morgen dann mal gucken, wenn er oben ist. Aber Stoßstange ist dran, sitzt. Also besser als ich dachte. Hier ziemlich gut. Auf der anderen Seite ein bisschen zu tief leider, aber das war ja klar.
Die werden wir morgen dann anpassen. Das ist aber wirklich dieses Plastikteil, was da an der Seite ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Also da, wo es halt reingeschoben ist, tatsächlich, das kann man hier unten lösen. Da sind zwei, das ist auch für die Leute, die ihre Stoßstange mal ordentlich einstellen wollen. Das sind zwei Schrauben hier. Und dann, das sind so Langlöcher, die kann man dann bewegen. Dann könnt ihr auch eure Stoßstange einstellen. Ist eigentlich ganz simpel tatsächlich. Zeige ich euch aber dann morgen. Ja, jetzt würde ich sagen, bis dato haben wir es. Gucken, vielleicht finde ich noch schnell ein paar Plastikteile, die wir dran schmeißen können. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das für heute gewesen ist. Da war der Akku leider leer. Ich springe jetzt eben nochmal bei Netto rein. Aber ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, an die neuen Leute ein Abo dazulassen. Würde mich übelst freuen, wenn die Leute, die jetzt hier dazuschalten, auf jeden Fall den Abo-Button hauen. Rein smashen. Und bitte, warte mal, den Like-Button smashen, ne? Verdammt, falsch rum. Abo-Button drücken, wenn ihr neu seid, und Like-Button smashen. Egal. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis morgen. Tschüss.